Die ersten Pilgergruppen bringen Hoffnung und Leben in die Heiligtümer des Heiligen Landes. Für Erzbischof Pizzaballa, lateinischer Patriarch in Jerusalem, ist die Wallfahrt eine neue Form der Evangelisierung. Am 3. Juli hat der Orden der Minderbrüder im internationalen Kolleg Heiliger Laurentius von Brindisi in Rom offiziell das Generalkapitel 2021 eröffnet, an dem 116 Brüder aus der ganzen Welt teilnahmen. In Kiryat Jearim feierten die Schwestern vom Heiligen Josef von der Erscheinung zusammen mit den örtlichen Christen das Fest der Gottesmutter von der Bundeslade. Die Universität Bethlehem feiert in Anwesenheit der palästinensischen Autoritäten den Abschluss der 45. Klasse ihrer Studenten. Am 30. Juni fand die feierliche Abschlussfeier in der Vorschule des Heiligen Karl Borromäus in Jerusalem statt. Ins Heilige Land kehrt mit der Ankunft der ersten Pilgergruppen die Hoffnung zurück. Nach großen Anstrengungen seitens des Gesundheitsministeriums und des israelischen Tourismusministeriums sind wieder Pilger an den heiligen Städten zu sehen. Nach den ersten Gruppen, die vom Ministerium für Tourismus organisiert wurden, kam Ende Juni die erste Gruppe aus Neapel, Italien, unter der Leitung der Franziskaner. Con molta gioia. Mit großer Freude und ich möchte sagen, mit reiner und demütiger Freude. Also ich sage rein, weil es ein Gefühl ist, das von Herzen kommt, das Heilige Land wieder von Pilgern und Christen bevölkert zu sehen, die kommen, um Jesus in seinem Land zu erfahren. Demütig, weil wir nichts haben, dessen wir uns rühmen könnten, außer der Einfalt, Kinder Gottes im Lande Jesu zu sein. Unter den Gruppen, die das Heilige Grab besuchten, war auch eine aus der Pfarrei von Jaffa, die von Bruder Eduardo Sanchez geleitet wurde. In der ersten Juliwoche kam eine Pilgergruppe, die vom Römischen Pilgerbüro, einem Organ des Heiligen Stuhls, organisiert wurde, in Jerusalem an, um die Heiligtümer zu besuchen und Kontakt mit den verschiedenen örtlichen Gruppen zu haben. Auch Kardinal Enrico Ferrocci nahm zusammen mit einer Gruppe von Reiseführern und Journalisten an der Wallfahrt teil. Bei der Begegnung mit dem lateinischen Patriarchen von Jerusalem am Sitz des Patriarchats definierte Erzbischof Pizzaballa die Wallfahrt als eine neue Form der Evangelisierung. Die Basis ist die geistige Motivation und nicht zu trennen vom Erleben des Wortes Gottes hier, wo das Wort Fleisch wurde. Erzbischof Pizzaballa sprach auch über die verschiedenen Aspekte der christlichen Gemeinden im Heiligen Land mit ihren Herausforderungen. Nach Besichtigung der Altstadt von Jerusalem gab es ein Treffen mit Bruder Dobromir Jastal, stellvertretender Kustos des Heiligen Landes. In seinem Vortrag über die Kustodie bekräftigte Bruder Dobromir die 800-jährige franziskanische Präsenz im Nahen Osten. Heute ist die Kustodie eine internationale Gemeinschaft mit 271 Brüdern aus 50 Nationalitäten, welche die heiligen Stätten bewachen, Pilger aufnehmen, Pfarreien gründen und einen großen Dienst der Hilfe für die Christen vor Ort mit Schulen, Häusern für Bedürftige und anderen Notwendigkeiten aufrechterhalten. Am Dienstagnachmittag betrat die Gruppe feierlich die Grabeskirche und wurde nach dem alten Ritus durch Bruder Sinisha im Namen der Kustodie des Heiligen Landes begrüßt. Dieser Ort ist immer ein Ort, der für sich selbst spricht. Viele Male habe ich dort gekniet und meinen Kopf auf den Stein gelegt, auf dem der Leib Christi lag. Der heilige Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, wäre unser Glaube vergeblich. Dies ist also ein grundlegender und zentraler Punkt unserer Erfahrung. Das scheint mir also ein Moment der Hoffnung zu sein und auch der inneren Freude in der Danksagung für das, was der Herr für uns getan hat. In den Worten von Kardinal Enrico Ferrocci schwangen Emotionen und Freude. Der heilige Johannes sagt es, wir haben es mit unseren Augen gesehen und mit unseren Händen berührt und wir verkünden es euch, damit eure Freude vollkommen ist. Das ist unsere Freude, dass Christus auferstanden ist und unserem Leben, unserer Existenz, Zuversicht und Hoffnung gibt. Das Schönste ist, dass diese Orte nicht nur als historische steinerne Erinnerungen bewahrt werden, Erinnerungen, die auch wichtig sind, weil die Geschichte Teil unseres Glaubens ist,
sondern jenseits dieser Steine, jenseits dieser Orte, jenseits dieser Heiligtümer gibt es Gemeinschaften, die diese Heiligtümer bewachen, die an diesen Orten leben, die an diesen Orten beten. Wir hoffen, dass es eine Gelegenheit ist, nicht nur viele Touristen zu haben, die dieses Land besuchen, sondern auch viele Gläubige, die aus den Wurzeln des Glaubens schöpfend die Gründe finden, ihn tiefer zu leben, wenn sie in ihre Herkunftsländer zurückkehren. In den Worten von Don Remo Chiavarini von der Pilgervereinigung spiegeln sich die Erfahrung mit vielen Gruppen im Heiligen Land und die Herausforderungen des gegenwärtigen Augenblicks. Februar letzten Jahres waren wir zuletzt hier und sind mit großer Freude, großer Überraschung und mit großer Rührung zurückgekehrt. Aber ich bin überzeugt, meine Hoffnung ist, dass bald die Pilger zurückkehren werden und ich hoffe, dass sich in der Zwischenzeit auch die Pflichten, die der Gesundheitslage geschuldet sind und die es ein bisschen anstrengend machen zu kommen, vielleicht ein bisschen gelockert werden. Zwischen den Besuchen in der Geburtsbasilika in Bethlehem und dem Abendmahlsaal besuchte die Gruppe auch das Kommunikationszentrum der Kustodie, in dem auch das christliche Medienzentrum untergebracht ist. Ein paar Tage, um die heiligen Stätten zu besichtigen, aber auch, um die Hygieneregeln zu erfüllen, immer mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der einzelnen Länder. In Nazareth feierten sie die heilige Messe zu Ehren des heiligen Josef in der ihm gewidmeten Kirche der Ernährung mit der Übergabe des Bildes der Mutter Gottes von Loreto. Am Samstag, den 3. Juli, eröffnete der Orden der Minderbrüder im internationalen Kolleg St. Lorenz von Brindisi in Rom offiziell das Generalkapitel 2021, an dem 116 Brüder und Delegierte aus der ganzen Welt teilnahmen. Um die Vielfalt der Bruderschaft und die Tiefe des Lebens nach dem Evangelium zu feiern, ließen sie sich von dem Vers aus der Heiligen Schrift inspirieren: Steht auf und Christus wird euer Licht sein. Bei der Eröffnungsmesse, welcher der Generalminister vorstand, sprach Bruder Michael Perry von der tieferen Bedeutung des Kapitels. Wir sind zu diesem heiligen Ereignis des Generalkapitels gekommen, um in die gleiche Art von Erfahrung einzutreten, von der der heilige Paulus in seinem Brief an die gemischt jüdisch-christlichen Gemeinden von Ephesus spricht. Eine Erfahrung der Heilung, der Versöhnung, des über sich hinausgehens, des Neuanfangs als Glieder des einen Leibes Christi. Nach der Messe fand die Eröffnungsliturgie des Kapitels auf dem Hauptplatz von San Lorenzo statt, mit Blick auf die beiden zentralen Kreuze, die das Kreuz Christi und das Kreuz des Franziskus symbolisieren. Nach dem Appell und dem Amtseid trafen sich die 12 Konferenzen des Ordens und die Analyse der Berichte der Konferenzen über die Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen, die der Orden heute in seinen Präsenzen, Diensten und Missionen auf der ganzen Welt erlebt, wurde vorgestellt. Dies ist ein Kapitel sui generis, denn normalerweise feiern wir das Kapitel zur Zeit von Pfingsten und dieses Jahr war es wegen der Pandemie unmöglich. Es ist ein Kapitel, das uns helfen möchte, den Weg dieser letzten 6 Jahre im Licht unserer Berufung zu überprüfen und uns zu helfen. Ich würde sagen, dieses Kapitel auch, um uns aufzuwecken. Ich hoffe also, dass es ein Kapitel sein wird, in dem der Geist uns erweckt. Denn man kann aus vielen Gründen aufwachen, aber wir müssen vom Geist aufgerüttelt werden. Es wird auch ein Kapitel sein, das uns im Licht der in diesen Jahren gelebten Situation und im Licht der in der Zeit der Pandemie gemachten Erfahrungen helfen wird, über die Linien des Lebens nach dem Evangelium zu entscheiden. Die Linien, die zu unterstreichen sind und auf denen alle Brüder des Ordens eingeladen sind, die nächsten 6 Jahre zu gehen. Und es wird ein Kapitel sein, in dem, wie immer, die neue Generalleitung des Ordens gewählt werden wird. Ein Vorgang, der immer im Glauben geschehen sollte. Der Kustos des Heiligen Landes nimmt als Provinzialminister der Minderbrüder teil, die im gesamten Nahen Osten leben. Am 2. Juli feierten die Schwestern vom heiligen Josef der Erscheinung, die erste religiöse Frauenkongregation, die ins Heilige Land kam, das Fest unserer lieben Frau von der Bundeslade in Kiriat Jearim.
Es ist ein großes Fest, weil die Bundeslade hier war, aber auch, weil für uns die Mutter Gottes die Bundeslade ist. Sie ist die neue Bundeslade. Der lateinische Patriarchalvikar für Jerusalem, der emeritierte Weihbischof Giacinto Bulas Marcuzzo, der feierlichen Messe vorstand, erklärt die Bedeutung dieses Festes. Wir feiern heute, le 2 juillet, la fête anciennement de la Visitation. Wir haben das Fest der Heimsuchung gefeiert und jetzt das Fest der Bundeslade, denn hier wurde die Bundeslade aufbewahrt. Sie war hier laut Bibel 20 Jahre lang. Die Bundeslade enthielt das Zeichen der Gegenwart Gottes. Sie war das Symbol der Gegenwart Gottes unter dem Volk. Wir wissen, dass sie im Alten Testament erwähnt wird, während im Neuen Testament die neue Bundeslade diejenige, die Christus wirklich getragen hat und weiterhin trägt, die Jungfrau Maria ist. L'Arche de l'Alliance Nouvelle, c'est celle qui vraiment a porté le Christ et qui a contenu et porté le Christ. Die Josef-Schwestern, die sich aktiv für die Belange der örtlichen Kirche einsetzen, unter anderem für Bildung und Krankenpflege, organisierten diesen Tag ebenfalls mit dem Ziel, Gelder für die Renovierung des Kirchendachs zu sammeln. C'est la fête aujourd'hui qu'on fait ici parce qu'on besoin de fonds pour cette église. Wir brauchen Geld für diese Kirche. Wir haben festgestellt, dass das Dach in einem sehr schlechten Zustand ist und es ist sehr gefährlich für Menschen, das Gebäude zu betreten. Dies ist ein heiliger Ort für alle. Jeder kommt hierher, jeder kommt gerne hierher, weil es ein Ort der Ruhe und des Gebetes ist. Und dieses Fest zielt auch darauf ab, Geld für die Kirche zu sammeln. In feierlicher Stimmung waren neben den Schwestern auch viele einheimische Christen anwesend, um sie zu unterstützen. Der heutige Tag bedeutet uns sehr viel, weil wir ein Teil der christlichen Gemeinschaft in diesem Land sind. Wir sind eine kleine Minderheit und wir sollten in jeder einzelnen Initiative, die uns die Kirche vorschlägt, aktiv sein. Es ist also eine Freude für mich, hier zu sein, teilzunehmen. Wir singen mit dem Chor, also hoffe ich, dass es ein großer Tag wird. Es sind viele Gläubige hier, das ist eine sehr schöne Sache. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, Erfolg oder Erfolg. Mit dieser Gleichung besiegte die 45. Abschlussklasse der Universität Bethlehem die Hindernisse des Coronavirus und erntete die Belohnung für ihre Geduld. Die Abschlusszeugnisse, die ihnen die Türen zu ihrer Zukunft öffnen. Ich bin sehr, sehr stolz auf die Art und Weise, wie diese Studenten mit der Pandemie umgegangen sind. Ich bewundere ihren Mut und die Tatsache, dass sie sich trotz dieser Herausforderungen nicht von ihrem Abschluss abbringen ließen. Am 29. Juni feierte die Universität die Graduierung der ersten Gruppe des 45. Jahrgangs der Fakultäten für Geisteswissenschaften, Pädagogik und des Instituts für Hotel- und Tourismusmanagement. Ich möchte der Universität Bethlehem danken, die mir die Fähigkeiten vermittelt hat, in der Hotelbranche in Bethlehem zu arbeiten, die hauptsächlich vom Tourismus abhängig ist. Die Zeremonie begann mit der palästinensischen Nationalhymne und der Hymne der Universität. Dann hielt Bruder Peter Bray, Vizepräsident der Universität, eine Begrüßungsrede, in der er den Absolventen und ihren Familien gratulierte und sagte: Wir sind stolz auf die Partnerschaft zwischen den Eltern und der Universität Bethlehem, die es uns ermöglicht hat, die 45. Klasse zum Abschluss zu bringen. Die Universität Bethlehem hat führende Persönlichkeiten der palästinensischen Gemeinschaft hervorgebracht und ich bin stolz darauf, dass meine Tochter eine der Absolventinnen dieser Universität ist. Ich wünsche dieser prestigeträchtigen Universität weiteren Fortschritt und Aufschwung. Dies ist auch eine Gelegenheit, meinen Dank an alle Mitarbeiter in Verwaltung, Lehre und Service der Universität auszusprechen. Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter und Studenten und wünschen allen Erfolg und Frieden in unserem heiligen Land. Die Abschlussrede hielt Schwester Nora Hanna von den Rosenkranz-Schwestern, eine Absolventin der Philosophischen Fakultät, die erläuterte, dass sie eine wichtige Erfahrung an der Universität gemacht hat, die ein Ort des brüderlichen Zusammenlebens, der aufrichtigen Liebe und der Akzeptanz der anderen, ungeachtet der Unterschiede, war und ist. An der Abschlussfeier nahmen die Bürgermeister von Bethlehem, Beit Zahur und Beit Jala, ein Vertreter des Gouverneurs des Bezirks Bethlehem, das Lehrpersonal sowie die Familien der Absolventen teil. Die Feierlichkeiten des 45. Jahrgangs wurden am 1. Juli mit einer Zeremonie fortgesetzt, an der auch die Gesundheitsministerin Dr. Mai Al-Kaila teilnahm, die sich in ihrer Rede an die Absolventen wandte.
Ihr seid unsere Zukunft, ihr seid die Zukunft Palästinas und unser Volk ist euch anvertraut. An diesem großen Tag, an dem die Universität Bethlehem eine wichtige Gruppe von Studenten, insbesondere im Gesundheitsbereich, graduiert, grüße ich diese jungen Menschen, die sich der Pandemie gestellt haben. Einige von ihnen haben auch ehrenamtlich in unserem Gesundheitssystem gearbeitet. Einen herzlichen Gruß an Sie und herzlichen Glückwunsch. Die Studentin Hind Bishara Kair, Absolventin der Fakultät für Pflege- und Gesundheitswissenschaften, hat den ersten Platz in der Klasse 2021 belegt. Bruder Peter Bray überreichte ihr eine Auszeichnung für diese Leistung. Am Ende der Zeremonie wurden die Absolventen einzeln aufgerufen und Bruder Peter Bray überreichte ihnen ihre Abschlusszeugnisse. Wenn Sie die Schule und die Universität verlassen, hoffe ich, dass Sie erkennen, welchen Beitrag Sie für die Welt leisten können und wie Sie ihr dienen können. Denn durch Ihren Dienst und Beitrag können Sie die schwierigsten Hindernisse überwinden. Ich werde die beste Botschafterin der Universität Bethlehem auf der Welt sein, wo immer ich bin. Wir werden die Universität Bethlehem immer stolz auf uns machen. Freude und Gelassenheit der Herzen dominierten die Abschlussfeier der Vorschulkinder am 30. Juni in der Vorschule Heiliger Borromäus in Jerusalem. Unsere Kongregation, die Schwestern vom heiligen Karl Borromäus, wurde 1652 in Nancy, Frankreich, gegründet. Unser Charisma ist die Pflege der Kranken und die Erziehung von Kindern und Jugendlichen bis zur Adoleszenz. Education of little ones until young people. Die Feier begann mit dem Einzug der Unschuld ausstrahlenden Kinder inmitten der Aufregung und Freude ihrer Eltern, die sie anlässlich der Feier auf die Bühne gehen sahen. Ich war sehr glücklich, als ich meine Tochter in ihrem Abschlusskleid sah. Ich habe auf diesen Moment gewartet und es war sehr schön. Wir sind sehr glücklich über ihren Abschluss. In ihrer Begrüßungsrede dankte die Schulleiterin Schwester Daniela den Eltern für die Zusammenarbeit mit der Schule in den schwierigen Zeiten der Pandemie mit Fernunterricht. Im Vergleich zu den Vorjahren konnten die Schüler genauso lernen und das gleiche Niveau erreichen. Ich bin sehr glücklich, dass ich in die erste Klasse gehen kann. Ich bin hier glücklich. Die Lehrer sind sehr gut. Wenn ich groß bin, möchte ich Ärztin werden. Das Programm der Zeremonie war gespickt mit Tänzen und Liedern, dem Aufsagen von Gedichten, Dankesworten an Eltern und Lehrer und Darbietungen auf Deutsch, Englisch und Arabisch. Unsere Lehrer unterrichten uns in Arabisch, Englisch und Deutsch. Ich möchte Zahnärztin werden. Diese Generation ist sehr intelligent. Sie kann mehr als eine Sprache lernen und Früchte bringen. Je mehr wir ihnen geben, desto mehr tragen sie Früchte. Während der Feier wurde der Direktorin der Schule, Schwester Daniela, ein Blumenstrauß von einer jungen Frau überreicht, die als Kind dieselbe Schule besucht hat. Ein Zeichen des Dankes für alle Bemühungen der Schule. Während der Zeremonie fand auch die Übergabe der Fahne von den Absolventen an die zukünftigen Absolventen statt. Am Ende der Zeremonie wurden den Lehrern Blumensträuße als Zeichen der Wertschätzung für ihre aufrichtige und fleißige Arbeit während des akademischen Jahres überreicht und dann wurden die Diplome ausgegeben. Ich danke der Schule und den Lehrern für ihre Bemühungen und ihre harte Arbeit.